Hallo, in diesem Video lernst du, wie man ein Funktionsgraph in ein Koordinatensystem einzeichnet. Die Definitionsmenge der Funktion f ist das Intervall von minus 4 bis 2. Wir können uns die Definitionsmenge hier auf der x-Achse schon mal anschauen. Und zwar haben wir hier den Wert minus 4 der Definitionsmenge und hier den Wert 2. Das heißt, alle Werte innerhalb von diesem Intervall sind Teil von unserer Definitionsmenge und die Werte minus 4 und 2 gehören ebenfalls noch zur Definitionsmenge. Die Wertemenge der Funktion f sind die reellen Zahlen. Wir können uns die Wertemenge hier auf der y-Achse anschauen und die reellen Zahlen, das bedeutet, dass alle Werte von minus unendlich bis plus unendlich Teil unserer Wertemenge sind. Wir haben nun einige Wertepaare der Funktion f gegeben. Und unsere erste Aufgabe ist es, diese Wertepaare als Punkte in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Versuch das zunächst kurz alleine und pausiere dazu das Video. Ich habe die Wertepaare schon als Punkte in das Koordinatensystem eingezeichnet. Hier oben sehen wir den Punkt mit dem x-Wert minus 4 und den y-Wert 5. Also minus 4, 5. Hier sehen wir den Punkt mit dem x-Wert minus 2 und dem y-Wert 1. Dann der nächste Punkt hat den x-Wert 0 und den y-Wert 3. Den Punkt finden wir hier. Also der x-Wert ist 0 und der y-Wert ist 3. Und das nächste Wertepaar hat den x-Wert 2 und den y-Wert minus 1. Diesen Punkt finden wir hier, x-Wert 2 und y-Wert minus 1. Jetzt ist unsere Aufgabe, einen möglichen Funktionsgraph der Funktion f hier in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Dabei liegt die Betonung auf einen möglichen, denn es gibt mehrere richtige Lösungen. Wichtig ist allerdings, dass der Funktionsgraph jeden Wert der Definitionsmenge, also von minus 4 bis 2, genau einen Wert der Wertemenge zuweist. Versuch zunächst alleine, hier einen möglichen Funktionsgraphen einzuzeichnen und pausiere dazu erneut das Video. Hier seht ihr eine mögliche Lösung. Ich habe den Funktionsgraph von f gezeichnet, indem ich die Punkte einfach mit geraden Linien verbunden habe. Das Wichtige hierbei ist, dass für jeden Wert der Definitionsmenge, also für jeden Wert von minus 4 bis 2, finden wir genau einen zugehörigen Wert aus der Wertemenge. Das heißt, wir können hier irgendeinen beliebigen Wert aus der Definitionsmenge wählen. Zum Beispiel wählen wir den Wert 1. Und wenn wir nun den zugehörigen Wert der Wertemenge suchen, das ist hier ebenfalls 1, dann finden wir immer genau einen Wert. Die Kurve, die ihr hier nun seht, ist ebenfalls eine richtige Lösung. Denn sie geht durch alle vier Punkte und sie weist wieder jeden Wert der Definitionsmenge, minus 4 bis 2, genau einen Wert aus der Wertemenge zu. Achtung, die Kurve, die ihr jetzt seht, ist keine Funktion und damit keine richtige Lösung. Denn die Kurve geht zwar durch alle vier Punkte durch, aber sie weist nicht jeden Wert der Definitionsmenge genau einen Wert der Wertemenge zu. Überprüfen können wir das zum Beispiel hier bei dem Wert minus 1, denn wenn wir hier den zugehörigen Wert aus der Wertemenge suchen, dann finden wir zwei Werte. Und deshalb weist dieser Funktionsgraph hier eben nicht jeden Wert aus der Definitionsmenge genau einen Wert aus der Wertemenge zu. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.